Wir sollten Hinweise über Veganer finden. Oh, weißt du, was Google. Veganer sehr gerne essen? Die essen gern Kleine Suppe. Hündchen? Ja. Achso. Ja, das natürlich auch. Aber nein, sie essen auch gern Suppe. Leider habe ich auch dafür den Sound gerade nicht parat. Also muss man ihn sich denken. Welche Suppe denn am liebsten? Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Toll. Und als Beilage. Kleine Hühnchen. Und dazu ein schönes. Köstritzer Schwarzbier. Ach ja. Die habe ich jetzt beide nicht gehört. Okay, kleine Hündchen und Köstritzer Schwarzbier. Gut, also wir haben Hinweise über Veganer gefunden, das reicht. Aber wir haben nichts gefunden. Genau, wir haben Hinweise gefunden, aber wir haben nichts gefunden. Aber noch viel schlimmer ist, Professor Layton wurde. Er wurde. Ja, was wurde er eigentlich? Vergütet. Also vergoldet und getötet. Wurde er dabei getötet? Naja, sein Arm ist ab. Also würde ich Vergütet. vergütet, Hauptsache nicht verschillert. ja. Das wäre, wenn er dazu noch sehr stark glänzen würde. Verkantet! Scheiß Kamera! Wieso dreht die sich dauernd? Das liegt hier am Verkantet, ey. Kabel, aber. Der war gut. Wen gibt's noch? Naja, er wurde zumindest zu Gold und nicht zu Lessing. Oh. Verhegelt. Na gut, nein, hör auf damit. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und ich glaube auch nichts von dem, was sie über Maya sagen. Sie ist keine Hexe. Moment, hat das War das aus dem irgendjemand? Anime oder was war das? Nein, nein, War das aus dem das war Anime? ein Lied. Das war ein Lied. Ja, es kommt mir so bekannt vor. Wurscht. Das ist von. War das nur Farin Urlaub oder waren das die Ärzte? Ich bin mir nicht Ah, sicher. jetzt habe ich es auch wieder im Ohr. Ja, Jetzt weiß ich schon, ja. und den Videoclip dazu kennst du bestimmt auch noch. Wo dann der Sturm aufzieht am Ende. So Kann sein, müsste Tornado. ich mal schauen. Ja, auf jeden Ich kenne nur den Fall. mit Lara Croft noch. Naja, das war ja Männer sind Schweine. Okay, gut. Aber hat irgendjemand wirklich gesagt, Maya wäre eine Hexe? Haben wir da was verpasst? Weiß ich jetzt nicht mehr. Danke, Sophie. Du hast nicht weitergespielt, oder wie? Nein, nein, Hast du nein, nicht nein, weitergespielt? nein, 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 nein. Ist gut. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich dir heute im Gerichtssaal helfe? Hä? Ich weiß, ich bin keine allzu große Hilfe. Aber ich bin zumindest eine kleine oder mittlere Hilfe. Vielleicht werde ich irgendwann eine gigantische Hilfe. Ja, also Moment, wenn sie keine große Hilfe ist, dann hat sie ja vielleicht auch das große Feuer schon mal nicht gelegt. Aber andererseits, das war ja die große Hexe. Bestechende Logik, wir sollten da mit dem Gerichtssaal auftrumpfen. Ja. Aber ich werde alles geben. Ich will dir und Maya zur Seite stehen. Sophie. Phoenix. Bitte entschuldigt mich. Oder bitte Wahrscheinlich hast du entschuldigt recht. mich. Ah. Nee, wahrscheinlich bin. Wahrscheinlich. Oh. Earl Inkton. Er Linkton. Wem ver. Den. Er verlinkten. Ach, Verlinkten. Scheiße! Was denn nun? Mann! Deine Kamera Ich oder weiß was? nicht, wieso es. Ja, die dreht sich immer weg! Ich weiß nicht, Ja, wieso! die schämt sich. Ja, für mich? Ja. Ihr seid Mann! doch. Ihr seid doch. Das ist der Arlington! Mach den Arlington! Keine Ahnung, ich wollte das einfach mal so eingespielt haben. Ich hab's nicht gehört, deswegen Ach frag so, ich. oh Mist. Stimmt, das kann doch nicht wahr sein.
Ach so, oder wird bei mir nur das Mikrofon übertragen und nicht etwa... Nein, manchmal kommt's, aber selten, meistens kommt's nicht. Ich höre dann nur ganz leise irgendwie über dein eigenes Mikro irgendwie, dass der Sound, der bei dir ankommt, dass da was ist. Hm. Ich höre dich auch auf Tastatur drücken. Aber hörst du eigentlich was von meinem Ingame-Sound? Ja. Komisch. Der funktioniert, aber der Rest nicht. Der funktioniert. Ist ja ein Ding. Na gut. Das kriegen wir irgendwann noch in den Griff. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt schon ungefähr 5 Spiele versuchen, das in den Griff zu kriegen. Wie habe ich denn gesprochen? Ein bisschen wie Luke, aber mit dem St und Sp. Jean Erlington. Butler des verschütorbenen Herrn de Victoire. Ich bin hier, um mich nach Raumaya zu erkundigen. Die Tragödie, die sich gestern ereignete, ist für wahr bedauernd. Oh, danke, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Huch! Ihr seht so blass aus, Jean. Geht es euch gut? Oh, bitte, sorgt euch nicht um mich. Seit dem Zwischenfall bleibt mir lediglich der Schlaf versagt. Der Schlaf versagt. Oh! Oh! Ja. Ich habe die ganze Nacht damit zugebracht, die gesammelten alchemistischen Aufzeichnungen meines Meisters durchzusehen. Ich hoffe, dass dort ein gewisses Verfahren Erwähnung findet. Ein Verfahren, mit dem man in Gold verwandelte Gegenstände wieder zurück in ihre alte Form bringen kann. Zurück! Zurück! Oh. Du weißt schon, Dominika. Moment, warum habe ich jetzt aus Reflex Walsams Stimme benutzt? Welches war denn das, womit wir aufgehört hatten? Stimmt! Walsam von Walsam und Walsam gab's ja auch mal. Ich hab schon wieder total vergessen. Ihr habt also nach einem Weg gesucht, Professor Layton zu retten? Das Schicksal bereitet uns oftmals Kummer. Und aus diesem Grund ist es wichtig, niemals die Hoffnung zu verlieren. Jean! Ja? Maya. Maya, ich hab die Hoffnung schon verloren. Oh. Verteidiger, Angeklagte. Der Prozess wird alsbald beginnen. Begebt euch in die Kammer des Schreckens. Ja, oder in die Folterkammer. Ja, jawohl, wir machen uns auf den Weg. Ich finde das immer noch krass, dass... Spoiler Alert, bitte weiterskippen, dass in der Kammer des Schreckens ein riesiges Basilikum war. Oh Mann. Und wer hat's da rein? Die große Hexe Vegana! Oh Mann. Brüller. Oh ja. Hey! Listen! Nein, die Kammer des Schreckens, die Klammer des Schreckens, die. Ich versuch da gerade irgendwie. Ich hab mal was gesehen, da hat man. Da haben welche. da haben irgendwelche so Leute solche Custom-Kino. Weiß ich nicht, hier so solche Filmplakate gemacht. Und zwar, wenn man in einem Film immer, also bei dem Titel eines Films, einen Buchstaben austauscht, was dann dabei rauskam. Da gab es zum Beispiel den Film Super Map Returns. Und dann. Und das war dann eine große Landkarte. Das Escape war eine große Landkarte von ihm. So. Super Map Returns. Oder, oh, was gab's denn noch? Ich weiß das gar nicht mehr. Findet Emo? Ich kenne nur diese... ein Büro-Thriller, findet Memo. Was? Memo, ja, genau. Finding Memo, das ist gut. Ich kenne nur diese Pornotitel, so Shaving Private Ryan und sowas. ja, oder Pulp Fiction. Ich kann den nicht, der ist gut.
Edward mit den schweren Lenden. Oh nein. Na, das geht ja jetzt gut los. Da gibt's ja auch ein schönes Spiel, Porno Ping Pong. Man sagt sich gegenseitig solche Titel und wer zuerst lacht, hat verloren. Ich habe das mal mit Flachwitzen gesehen. Und oh, da hatten die noch Wasser im Mund. Vielleicht kennt der ein oder andere das Video. Oh, ja. Von da kam auch einer meiner liebsten Flachwitze, den ich seitdem gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn dir schon mal erzählt habe, wahrscheinlich schon. Ja, der mit dem Huhu. Nee, der war auf einem EMP-Shirt. Ah, okay. Der Huhu. Nee, und zwar ging es darum, dass ein Sarg gefunden wurde, aber Forscher stehen vor einem Rätsel, er geht nicht auf. Die kriegen den irgendwie nicht auf, sie haben alles probiert, dann haben sie ihn gescannt und dann gemerkt, ja klar, kann ja gar nicht, ist ein Zuhälter drin. Oh, oh, oh. Dem, der ist Moment, nach, der ist genial. Moment. Da, da, da. Ja. Okay, gut. Nick. Maya. Ja, sie sagen sich jetzt noch 10 Minuten ihren Namen. Ja. Wieder. Und dann geht's Nick. Weiter. Maya. Nick. Maya. Nick. Maya. Hey, ich bin auch noch da. Mick. Naja. Burlington? Was? Nein, ich bin Luke, verdammt nochmal. Aber du sollst dir doch... Ich klinge nur so ähnlich. Das ist gar nicht wahr. Doch. Kopf hoch. Ich werde nicht zulassen, dass die beiden so gleich klingen. Los, wir gehen. Hallo, ich bin auch noch da. Und wer ist überhaupt der in der Ecke? Also, ich werde nicht zulassen, dass sie dich verurteilen. Wer ist der in der Ecke? Wer ist wer in der Ecke? Achso, Moment. Das ist der Mario! Mach den Mario! Was? Wie? Geht doch. Geht doch, ja. Entschuldigung. Ja. Ich will nur, dass es endlich aufhört. Ja, ich auch. Ob. Hexe. Oder nicht. Niemand hat es verdient, verbrannt zu werden. Hm. Was ist mit Feuerholz? Aua, aua. Wieso tut ihr mir sowas an? Oh Mann. Und die ganzen kleinen Spenden? Nein, Papa! No. Jetzt kann ich nie wieder Holz verbrennen. Ja, ich werde... Was? Du hast eh keinen was? Ich hab eh keinen Ofen. Oh. Ofen? Ofen? Kannst du dir dann überhaupt Ofenpizza, Ofenkartoffeln, Ofen... Ofen. Ja. Nee. Nö. Hab ich alles noch nie gegessen. Du armer Kerl. Lohnt es sich überhaupt zu leben? Ich bin Veganer. Aber Veganer können auch Kartoffeln essen. Ja, aber nicht aus dem Ofen. Okay. Weil... Ist ja auch egal. Gründe. Was? Gründe. Gründe. Genau, weil Gründe. Oh Mann. Frag doch einfach nochmal. Aber nein, das tun wir jetzt nicht. Bitte. Ich weiß, ich bin da ganz deiner Meinung. Nick. Maya. Erlington. Hey, Luke, wo kommst du denn her? Ich bin nicht Luke. Aber wer ist es dann? Oh. Das ist der Mario! Und in, okay, und in der Hand hält er ein... Köstritzer Schwarzbier. Hast du eigentlich George Clooney Sounds rausgesucht? Nein, ich habe keine George Clooney Sounds rausgesucht. Aber gut, alles mal aufschreiben, ich muss das abarbeiten. Ich habe jetzt überhaupt erstmal dafür gesorgt, dass wir wenigstens ein paar Sachen drin haben. Hey, was ist das? Hast du irgendwo was gedrückt? Hab ich irgendwo was gedrückt? Ich wollte eigentlich Clooney da hinten draufschreiben, aber es funktioniert nicht. Ja, weil ich drin rumgewackelt hab, Mann. Du sollst ja auch nicht meinen, so. Du sollst auch nicht meinen 3DS-Bildschirm wegmachen. Kann ich Clooney schreiben, so viel ich will. Nein, dann merke ich mir das lieber. Oder es kommt in die Kommentare. Okay. Clooney. Kommentare. Clooney. Ich sehe schon den nächsten, der dann schreibt, Ente. Tun wir das nicht auch mal? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, aber das haben wir gerade nicht dabei. Na gut. Keine Ahnung.
Du darfst. Entschuldigt mich vielmals, aber die Pflicht ruft. Kein Problem. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr uns besucht habt.